Willkommen zurück zu Donald Duck in Maui Mallard. Heute wagen wir uns weiter voran in dieser Waldwelt oder sagen wir lieber Dschungelwelt. Ja, der letzte Part war ein Fail, aber ich will's besser machen. Hab mir jetzt ein paar Leben geschnappt und bin zuversichtlich, hier weiterzukommen. Wir hatten ja den richtigen Weg, allerdings haben wir uns vorher so blöd angestellt, dass wir keine Chance mehr hatten, uns zu beweisen. Achtung, die Mosch erstmal. Oh, verdammt. Immerhin beide Blatt. Ist da sonst noch jemand? Mit den Zielsuchenden hätte ich die wohl besser bekommen. Wir waren schon so gut wie am Ausgang, am Pau. Aber das Level ist damit noch nicht beendet. Ihr seht schon. Diesmal haben wir die ganze Zeit über diese Ranke an uns. Oh nein, das tust du nicht. Ich will den normalen haben. Okay, ich will... Na komm her. Fliege. Boom! Verdammt. Hab ich dich! Dachte ich mir zumindest. So! Mit euch will ich auch abrechnen. Zu viel verschwenden sollte man wirklich nicht. Ich meine, ist nicht so, dass wir wenig hätten, aber wow! Das war mies. Das war hinterrücks. Das war nicht in Ordnung. Okay. Langsam hocharbeiten. Wie auf der Arbeit eben. Zack, zack. Kein Problem. Immerhin. Alles gereinigt. Ja, absolut langes Level auch nicht, aber ihr könnt euch schon mal auf dem Endboss einstellen. Ja, ich werde mal meine Erinnerung auffrischen, was den angeht. Ich weiß, was es für eine Gestalt war, oder ich kann es auch schon mal sagen. Ein Frosch. So, wir nehmen Anlauf. Hey, da unten sind Käfer. Kriege ich die? Nee. Ach nee, Moment, ich muss mich unten festhalten. Da ist schon wieder so ein Bambus, möchte ich sagen. Vielleicht mit etwas mehr Schwung. Ah, nee. Irgendwie kriege ich es nicht hin. Vielleicht sollte ich von hier aus springen. Nein? Ich will jetzt aber die Käfer haben. Komme ich denn darüber? Erstmal werde ich die erledigen. Die sind in jedem Falle nicht gut. Nee. Da komme ich nicht hin. Unsere Sprungweise ist eingeschränkt. Man könnte meinen, dass wir jetzt springen können wie die Weltmeister. Ist aber nicht so. Ihr mit euren... Ja, sieht aus wie Karotten, ne? Ich habe immer Karotten gesagt. Aber ich glaube nicht, dass es Karotten sind. Nein, das denke ich nicht. Ah, hinten schön der Regen oder Wasserfall. Ne, ein Wasserfall. Soll es darstellen. Gut. Durch den Monsun, sag ich nur. Wow! Tschüss. Das ist mir echt die Munition wert, hier vernünftig aufzuräumen. Also keine halben Sachen hier wird nicht... Wow, wow, was ist da oben schon wieder los? Hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Da ist einem die gute Munition auf einmal nicht mehr zu schade, was diese Quälgeister angeht. So, komme ich darüber? I don't know. Irgendwas... Ha! Man muss richtig abspringen können. Manchmal habe ich das Gefühl, der A-Knopf ist ein bisschen behäbig. Na gut, ich komme da nicht ran. Ich gehe mal weiter nach rechts. Dort führt uns unser Herz weiter. Der Weg. Für den Fall, dass irgendwelche miesen Kerle wieder kommen. Nehme ich mal die Zielsuche. Davon haben wir nicht viel, sondern ehrlich gesagt sehr wenig. Oh nein. Na gut. Oh Mann. Hör auf. Hör auf. Nein, du auch. Verschwinde. Komm. Okay. Ich hoffe, dass wir die Munition nicht später brauchen werden. Hier sind die Steine gefragt. Bam. Bam. Verdammt, da komme ich gar nicht so hoch. Upsa. Dammit. Och, Kühners, das gibt's doch nicht. Ich komme noch nicht mal. Und jetzt... Oh. Zumindest diesen weg. Die Brüder Grimm und ihr auch. Oder die Aldi-Brüder. Wer war Aldi Nord und wer war Aldi Süd? Na gut. Ihr merkt schon, mich nimmt das Ganze ein bisschen mit. Fliege. Das ist so typisch. Man versucht, eine Fliege abzuknallen. Oder eine Biene von mir aus.
und trifft den Kerl dahinter. Aber in diesem Fall war es nicht schlimm. Da treffe ich doch gerne. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen Anlauf holen. Also, Schwung holen. Anlauf. Wow. Donald, bei der nächsten Olympiade bist du dabei. Da oben habe ich, glaube ich, nichts mehr verloren. Ich verstehe, wir müssen uns so Schwung holen. Alter, was soll ich tun? Ah. Oh, ich bin so doof. Na ja, gut, der ist weg. Ups. Der auch. So, jetzt komme ich noch tiefer. Und hau ruck. Ja, ein echtes Rätsel hier. Wow. Okay. Ah, fast wäre ich oben gewesen, aber wir müssen uns. Okay, okay, okay. Kein Ding. Also jetzt erstmal nochmal hier hin. Wenn überhaupt. Okay, so bekomme ich nichts gebacken. Hab's schon verstanden. Direkt da kann ich ja nicht drankommen. Nein, tue ich auch nicht. Psa, da müssen wir hoch. Und jetzt volle Kanne und nach rechts. Schön. Und Schwung. So wird's gemacht. Checkpoint. Und da haben wir den Boss. Wie bezwinge ich den nochmal? Da ist er. Ich glaube, wir müssen ihn füttern mit Steinen. Oder? Mit Steinen füttern. Das war's doch, glaube ich. Aber die Details. Ah, sehr gut. Der rülpst aber giftige Gase. Ich weiß nicht, sind die Steine nicht so bekömmlich oder was? Dann lasse ich halt mal los. Upsi. Nein, Donald. Donald. Upsa. Upsa. Okay. Jetzt ist er weg und kommt von rechts. Zu faul, sich zu bewegen, aber das geht noch. Die Schwierigkeit hierbei ist, den Stein richtig zu ballern. Also ich mach's jetzt mal falsch vor. Sieht so aus, als wäre es total einfach. Jeder, der es nicht gespielt hat, denkt, es wäre einfach. Das war jetzt auch ein Treffer, ja, ist mir schon klar. Wir müssen auch echt jedes Mal loslassen, ne? Man muss ihn schon recht mittig treffen. Also ich mach mal zu weit vorne. Nee, das war ein Treffer. Okay, jeder Treffer sitzt. Ich dachte, das wäre Skill, aber so geht's nicht. So geht's auch. Okay, ist doch recht einfach, ihn zu treffen. Mein Gott. Ich hatte es halt in Erinnerung, dass es schwer war. Ist es aber scheinbar nicht. Ah, seht ihr? Mal ein Fehltreffer. Gut, 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 gut. Och Mensch, das muss nicht sein. Aber ich glaube, den kriegen wir hin. So arg viele Treffer waren es nicht. Das sieht schon wieder nicht gut aus, was er da... Das war's. Bonuslevel gibt's auch noch direkt hinterher. Baba Luau, Baby. Mal sehen, ob ich mich ein bisschen besser anstelle. Die Bonuslevel werden auch immer schwieriger. Wow, wow, wow. Ah, okay. Kurze Unterbrechung, aber rausgeschnitten. Das Extra-Leben können wir uns jetzt schon mal in die Haare schmieren. Batsch, batsch, batsch. Aha, denkst du dir so, hm? Aber der Weg ist noch lang und beschwerlich. Batsch. Schon wieder irgendwas verloren? Oh yeah, das war ein guter, geskillter Sprung. Was auch immer das da ist. Ich hab's nicht. Immerhin bekomme ich ein Yin-Yang-Ding. Kumabunga! Alles klar. Jetzt kommt ein Level. Also, Story. Großer Krieger. Du hast das Objekt. Wir haben den Frosch besiegt, oder was? I can't find the location of your missing idol.
Also wir sollen es jetzt finden, ja? Ich habe es jetzt nicht so genau mitbekommen. Auf jeden Fall The Flying Duckman. Wer kennt die Anspielung? Wer kennt The Flying Dutchman? Der fliegende Holländer. Oh, wow, wow. Habe ich schon wieder vergessen. Schaut euch das mal an. Das war ein schwerer Level. Das war definitiv ein schwerer Level. Wir sind unter Wasser. Zum Glück können wir nicht absaufen. Das ist schon mal positiv, Donald. Aber wie wir uns hier fortbewegen, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, das wird schwierig. Und vor allen Dingen langwierig. Wow, zombie-ähnliche Kreaturen, oder was? Und halt mit Schießen können wir, wie wir sehr schön sehen. Moment. Das Fass bewirkt doch irgendwas. Ah, es bewirkt einen Strudel, der uns nach oben bringt. Cool. Also ihr seht, durch den Rückstoß des Schusses können wir uns unter Wasser fortbewegen, was gar nicht cool ist. Oh nein, fliegende Holländer tut es nicht. Wow. Das ist er. Ah, ich würde jetzt kommen, sau viele Kommentare von Elster von SpongeBob. Nein, der fliegende Holländer war natürlich vorher da. Gab's ja auch schon bei Donkey Kong Country 2 so eine Anspielung. Da hieß es der sinkende Holländer. Und ich habe immer gelesen, der stinkende Holländer. Aber nichts gegen meine holländischen Zuschauer. Auch die habe ich. Autsch. Boah, Donald. Oh, wir haben nur noch 5 Energie, ey. Müssen uns zusammenreißen. Aber wie soll ich denn schießen, ey? Ich krieg nichts vernünftig hin. Energie. Blob. Blob. Wow. Oh nein, da ist einer. Ich kann ja nicht nach unten schießen. Selbst wenn ich irgendwie, ich wollte schon sagen, an der Luft bin. Wenn ich frei schwebend bin, kann ich ja auch nicht nach unten zielen. Okay, der erste Versuch war ein Fail. Aber ich bin schon mit wenig Energie reingekommen. Deswegen Gnade vor Recht. Okay. Oh, die nächste Welt. Die nächste Welt. Oh, oh. Oh, 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 die nächste Welt. Wozu eigentlich die Schätze? Da gibt es eigentlich keine konkreten Angaben dazu. Man will sie sammeln. Aber eigentlich haben sie doch keinen Sinn. Schön zu wissen, dass auch dieser Kopf von dem fliegenden Holländer kaputt geht. Ah, diese Fische, ey. Zack, zack. Na, es geht nicht. Muss ich mich erst nochmal dran gewöhnen. Und ich muss mich auch dran gewöhnen fürs nächste Level. Und nein, das nächste Level ist kein Unterwasser-Level. Da könnt ihr auf was gespannt sein. Das wird wohl manche freuen. Aber es ist bockschwer. Aber ich freue mich auf den großen Turm. Wo wir das Shaboom-Shaboom dann verteidigen müssen. Aber all das zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt erstmal den fertig gemacht. Oh Mann. Also los. Mann, oh Mann, oh Mann. Da, 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 da. Da kam noch was mit Zeit und so Sachen. Oh, das Level, das macht mir Angst. Aber alles wunderschön designt. Auch die. Ich möchte gern Zombies und die Fischlein. Ganz nett. Den kann man nicht ausweichen, ey. Das ist furchtbar. So, jetzt bleibt mal locker. Das können wir explodieren lassen. Haben wir auch schon gesehen. Aber wir sollten das erst verschieben. Bam. Wo führt uns das hin? Sollten wir es vielleicht sogar mitnehmen? Ein extra Leben. Das sehe ich doch ganz gerne. Nicht, dass ich wieder so kläglich versage wie im letzten Part. Okay, okay. Pau. Mach mal Pause. Aha. Okay. Moment. Psa. Ich wette, wir müssen da... Nein, nicht Pau, nicht Pau, nicht Pau. Pau, wer ist eigentlich Pau?
So, den Schwung schön nutzen. Und wir werden belohnt. Dann geht's weiter mit Pau. Im nächsten Part. Also Freunde, bis dann und ciao.